Oh, und herzlich willkommen, liebe Freunde. Wo kann ich den Footprint Chart mir anschauen oder auch Volumenfußabdruck anschauen? Wir mussten natürlich dafür immer wieder auf andere Plattformen gehen, um uns das genauer anzuschauen. Das hat sich jetzt mit einem Update, das vor ungefähr eine Woche von TradingView vorgenommen wurde, nun geändert. Das heißt, man kann ab sofort diesen Volumenfußabdruck sich vorher anschauen. Nur auf Atas oder auf anderen Plattformen. Nun kann man das auch auf TradingView. Wie funktioniert das Ganze? Darauf gehen wir heute nicht ein. Aber worauf wir eingehen ist, welche Einstellungen du nutzen musst, damit der Volumenfußabdruck für dich halbwegs lesbar ist und vor allem nachvollziehbar ist. Wo finde ich den zunächst einmal? Wir finden ihn natürlich in den Chart-Einstellungen. Dafür gehen wir hier rein. Ja, ihr seht selbst, normalerweise gucken wir uns die Kerzen an. Diesmal machen wir einen Klick auf den Volumenfußabdruck und dann erscheint erstmal dieses Bild. Das wird bei euch ein bisschen anders ausschauen. Bei mir ist das schon eingestellt, aber wir stellen das jetzt mal gemeinsam ein. Mit einem Doppelklick auf dieses Chartbild erscheint im Endeffekt nichts anderes als die Möglichkeit, jetzt hier natürlich die Kerzen erstmal umzuändern. Ja, man sieht es so ein bisschen. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch den Volumenfußabdruck ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, individuell einstellen. Und normalerweise würdet ihr sowas hier vorfinden. Da steht jetzt Auto und dann schaut das genau so aus. Ja, also so würde das dann ausschauen, mehr oder weniger. Und natürlich mit anderen Farben. Dazu sage ich auch jetzt gleich was, warum ich das so gewählt habe. Das ist für mein Auge einfach angenehmer. Ihr seht selbst, wir haben auf der linken Seite die Verkäufer, auf der rechten Seite die Käufer. Und wie gesagt, wenn man draufklickt, dann kann man halt die Einstellungen ändern. Und ihr seht schon selbst, ich habe das natürlich ja, mit einer Farbe eingestellt. Für viele Verkäufer, ja, 100%. Für etwas weniger Verkäufer 75%, dann 50% und dann 25%. Also so sollte es eingestellt sein, ja, in dem Sinne. So, der Wertebereich bleibt bei 70%, aber bevor wir dazu kommen, wir haben ganz kurz hier diese sogenannte automatische Einstellung, die ist Peanuts, die bringt nichts. Man muss auf das Benutzerhandbuch und muss hier ein paar Einstellungen vornehmen. Und ja, natürlich, da streiten sich die Geister, ja, ob es jetzt 60 bis 150 Ticks sind. Ich glaube, es kommt darauf an, natürlich auch, ob man Futures wählt oder auch nicht. Aber Fakt ist, je mehr natürlich man sich hiermit auseinandersetzt oder je mehr Ticks man nimmt, ja, desto mehr Bereiche hat man, die hier sozusagen der Fußabdruck auch abdeckt. Die Frage ist halt nur natürlich, ob man jetzt so eine geringen und kleinfügigen Spreads hat bei einem CFD, dass man sozusagen auch so eine kleinen Ticks erwischt oder so eine Ticks auch reichen. Ja, 4, 5 Ticks, um was weiß ich, wie viel Euro zu verdienen. Das mag ich bezweifeln bei CFDs. Dementsprechend ist das für Leute, die hauptsächlich Futures traden. Man sieht hier natürlich dadurch, dass man mehr Ticks hat, ja, kann man natürlich auch eine Value Area High sehen und Value Area Low. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass für die Leute, die CFDs hier traden, ja, höchstwahrscheinlich das hier ungefähr ausreichen wird. 120, wir probieren es mal gemeinsam. Ja, 120 reicht meiner Meinung nach. Auch hier wird man die Value Area High haben und Value Area Low. Der gelbe Bereich hier, den haben wir auch eingestellt, ist der sogenannte POC. Ja, wir haben den Kaufbereich eingestellt mit den 100, ja, 75, 50 und 25 Farbmodifikationen. Wir haben darüber hinaus eingestellt, dass wir sowohl die Käufer als auch die Verkäufer sehen. Ja. Man kann auch das Delta einstellen und dann sieht man halt wirklich, an welcher Station Verkäufer waren und Käufer. Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt immer so hilfreich. Ich bin eher so ein großer Freund davon, dass man das so macht, dass man wirklich auf beiden Seiten sieht, was Sache ist. Was man natürlich nicht vergessen darf, es macht immer den Anschein, als würde man den Footprint Chart genau so lesen. Ja, also sozusagen von rechts nach links. Ja, so ist das nicht, sondern der Footprint Chart wird tatsächlich über Kreuz gelesen, ja, das heißt genau so. Ich kann es jetzt gerade nicht einstellen, aber das heißt, die 0 bezieht sich auf die 23. Ja, so. Also so wird das gelesen. So, die 25 auf die 176, die 260 auf die 826. Aber es wird immer über Kreuz gelesen, das ist immer sehr, sehr wichtig. Ja, nicht horizontal. Wichtig für uns natürlich hier ist, was zu erkennen. Es ist sehr, sehr wichtig zu erkennen, wer sitzt natürlich hier drinne und vor allem, wie entwickelt sich das Ganze hier.
Ja? Wo sind die Käufer? Wo sind die Imbalances? Dabei hilft uns der Fußabdruck, ja, der Volumenfußabdruck. Wie man natürlich jetzt damit umgeht im Einzelnen, ist jetzt gerade nicht wichtig. Für uns sind jetzt, wie gesagt, die Einstellungen wichtig, indem man die Kerzenkörper verändern kann, indem man wegkommt von der automatischen Einstellung und vor allem ungefähr 120 bis 150 Ticks pro Zeile hat, wenn man CFDs tradet. Wie gesagt, wenn man da Futures tradet, kann man das nochmal besser und genauer einstellen. Darüber hinaus haben wir natürlich auch den Kauf und Verkauf, den wir uns darstellen wollen, nicht das Delta, also nicht den sozusagen die Differenz zwischen Käufer und Verkäufer. Ja, wir haben natürlich die Einstellung der sogenannten Verkaufsbereiche und die Intensität der Verkaufsbereiche. Der Wertebereich liegt bei 70%, das ist immer optimal. Dann haben wir natürlich den POC. Ja, POC, glaube ich, Point of Control, können ja viele damit was anfangen. Zu guter Letzt haben wir hier natürlich das Ungleichgewicht, also die Imbalances, so nennt man das, oder auch Ungleichgewicht. Das heißt, wo im Endeffekt dann plötzlich Käufer oder Verkäufer in der Überhand sind, ja, das lasse ich mir mit 400% anzeigen. Wie hebt er das hervor? Indem er dann sozusagen nichts anderes macht, mir als hier einen kleinen Balken darstellt, ja, hier daneben. Und mir dann aufzeigt, Achtung, ja, hier sind plötzlich sozusagen deutlich mehr Verkäufer als Käufer. Auch hier habe ich nicht die Standardeinstellung genommen, sondern habe es tatsächlich auf 400% gebracht. Das hat mir in der Vergangenheit deutlich mehr geholfen als sonst. Um die Footprint-Chart halbwegs vernünftig darzustellen, müsste das genauso in diesen Einstellungen sein. Ich persönlich nutze den Footprint-Chart in Kombination mit unserem Indikator. Warum, wieso, weshalb, ja. Wenn das euch interessiert und vor allem auch, wie man damit ziemlich gutes Geld verdienen kann, der lässt uns doch mal bitte ein Like auf dieses Video und abonniert den Kanal. Wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet, ja, in welcher Kombination das am besten funktioniert und vor allem auf was man achten muss, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Bis dahin.